Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Heute wollen wir euch einen kleinen Vergleich zeigen vom AMG GT63S vor und nach Mopf 2. Also am besten fangen wir mit dem offensichtlichsten an, mit der Stoßstange vorne. Die hat nämlich jetzt hier eine komplett neue Form bekommen. Also am Kotflügelübergang würde ich sagen, ist absolut alles identisch geblieben. Das ist wirklich die Stoßstange, die Lampen sind auch optisch gleich. Hier geht es nämlich los mit der geänderten Form, dass man hier rüberkommt und dann das äußere rübergeschwungene geht beim alten halt hier noch rüber. Und natürlich mit der offenen Führung, Luftführung hier, die hier jetzt nicht mehr vorhanden ist. Und wenn wir dann rübergehen zum Grill, hat es sich auch etwas geändert. Wenn ich euch das einmal beim Vorgänger zeigen kann. Hier ist der Grill nämlich eingearbeitet in die Stoßstange. Also ist wirklich hier nach innen reingeschoben und bei dem neuen Modell haben wir wie eine Art Rahmen bekommen, wo er sich jetzt sozusagen drin befindet. Also das haben die sozusagen ein bisschen abgehoben von der Form her, ist nicht mehr so nativ eingearbeitet, sondern eher in so eine Art Rahmen eingegossen und hat jetzt hier eine große Führung, die zu dem Ladeluftkühler bzw. zu den Lamellen nach außen führt. Hier haben wir den direkten, beim Vorgängermodell haben wir den direkten Weg. Und bei dem neuen Mopf 2 geht es halt jetzt hier über die offene Führung in der Mitte nach außen durch. Das können wir euch sonst, wenn du einmal rumkommst, auch einmal zeigen. Dass man halt, was die Ladeluft angeht, hier das nicht geändert hat von der Technik, sondern die Luft einfach von hier jetzt nach da durchflutet. Und deswegen ist das halt jetzt hier offen. Das war ja das, was du, glaube ich, auch meintest. So, oh, warum ist das jetzt hier offen? Das hat halt den technischen Hintergrund, dass da die Luft reinflutet. Ansonsten ist jetzt hier unten, ist es halt immer noch offen geblieben mit der variablen Verstellung hier von den Lamellen, die halt bei Fahrt dann öffnen. Die Stoßstange an sich hat dann hier dann unten auch, also er hat sozusagen nicht nur in der Mitte die Führung hier, sondern auch unten, dass es halt nach da die Luft durchpustet. Und sonst ist das sehr ähnlich geblieben. Das Auto hat jetzt, wie ich sehe, sieht aus wie das Schwarzpaket. Hat dementsprechend seine Lamellen hier auch schon in schwarz, natürlich eher so eine Art Dark Chrome, nicht hochglanzschwarz, wie man es beim Folieren kennt. Der Grill ist gleich, der Stern ist gleich geblieben. Was sich halt noch geändert hat, ist das Affalterbach-Logo, was wir euch beim W206 C63 gezeigt haben. Das jetzt halt hier nicht mehr den Mercedes-Stern abbildet, sondern das Affalterbach-Logo. Das haben wir euch schon mal gezeigt bei der C-Klasse. Hier ist ja das, wo ich gesagt habe, gibt bestimmt den einen oder anderen, der das nachrüsten wird. Wird bestimmt noch passieren. Habt ihr es ja noch gesehen. Genau, an der Seitenführung vom Auto haben wir keinen Unterschied festgestellt. Wir gehen mal einmal nach hinten rüber. Hier ist ein bisschen jetzt schwierig, den echten Vergleich zu machen, weil das Fahrzeug halt nicht den statischen Spoiler, dementsprechend fehlt das Aerodynamikpaket. Die Verspoilerung beim Aerodynamikpaket im Heckbereich betreffen wir den Spoiler und dann die Applikation einmal an den Seiten einlassen und hier unten nochmal den Zusatzflap am Diffusor, der natürlich bei dem Mopf 2 jetzt fehlt. Das würde ich sagen, ist eher dem Aerodynamikpaket geschuldet und nicht jetzt dem Mopf. Und dementsprechend würde ich sagen, dass das hier wahrscheinlich beim Fahrzeug mit der entsprechenden Ausstattung dann gleich geblieben wäre, sodass sich der Unterschied im Außenbereich tatsächlich auf die Front eher bezieht, die sich drastisch geändert hat und nicht nur im leichten Sinne. Und am besten gehen wir jetzt in den Innenraum, um das Interior einmal zu vergleichen, weil da hat sich halt an der Technik eher was geändert, wobei es optisch eher ähnlich aussieht, aber das zeigen wir euch am besten gleich einmal von innen. So, das Auto ist ja schon das kleine Mopf-Modell 22, was rauskam, also Ende 22. Das heißt, es hat schon das neue Lenkrad bekommen, es hat schon das M-Book-System, aber halt noch auf der NTG6-Technik. Es ist der Widescreen weiterhin geblieben, also das ist ja noch, wir zeigen euch zuerst den Vorgänger, damit ihr einmal den direkten Vergleich habt. Den Taro, den kennt ihr aus den Modellen ab 21 ungefähr. Der GLC Facelift hat auch schon, nee, der GLC Facelift leider noch nicht. Der hat zwar den Powers, den sportlichen Tacho, aber dieses System an sich kam ja erst später, also wirklich tatsächlich mit hier bei dem Mopf oder bei dem E63 Facelift und dementsprechend ist das ja schon ein kleiner Mopf gewesen. Das Auto hat 21, gab es ja schon ein kleines Facelift, da kam schon das flache Touchpad mit Touch. Das ist hier mit dem M-Book-System ja schon sozusagen alles da und auch wenn wir hier das Menü sehen, ist es halt optisch auf diesem Niveau. Wenn wir gleich euch den Mopf 2 zeigen, werdet ihr feststellen, dass die ganze Technik dahinter optisch alles gleich ist, aber natürlich in den Menüführungen sich deutlich unterscheidet. Ich wollte nur einmal, dass ihr den direkten Vergleich habt, euch einmal zeigen, wie der Vorgänger denn aussah. Bevor wir rübergehen in das andere Auto und euch einmal
stärker dann gezeigt wird, dass sich das deutlich geändert hat, was die Führung, Menüführung und das System angeht. So, jetzt sind wir in den Mopf 2 rüber gewechselt. Optisch ist alles gleich geblieben. Es hat auch schon das neue Lenkrad, hat die Drive-Tasten, die Mittelkonsole ist gleich geblieben und der Widescreen ist gleich geblieben. Aber wenn wir jetzt uns die Menüs anschauen, dann wird sehr schnell klar, dass sich das deutlich geändert hat. Das ist alles Technik, die wir kennen aus der S-Klasse 223. Dieses optische Tacho-System ist erst mit der S-Klasse gekommen. Und das hat nichts mehr gemeinsam mit dem Vorgängermodell. Das heißt, auch wenn es eigentlich nur ein kleiner Mopf ist, hat Mercedes im Modelljahr 24 das System stark geändert, was den technischen Charakter angeht. Hier haben wir halt das neue System und auch im Navigationssystem stellen wir fest, dass sich das deutlich geändert hat. Das hier ist jetzt NTG7-Technologie. Das heißt, wir sprechen hier von Technik wie aus der S-Klasse und das, wenn wir auch in das Automenü gehen, dann sehen wir, dass diese Menüelemente, ich wechsle mal hier nochmal kurz in den klassischen, okay, dann wird es nochmal deutlich S-Klasse-Technik. Ja. Ich starte mal auch den Motor. Auch das ganze Menü hier, das ist alles typisch S-Klasse. Ne? Oh, Alter, der Fake Active Sound, der ist ja so laut. Guck mal, ich mach's jetzt aus. Krass, ich dachte, das ist der Motor. Das hörst du von vorne den Lautsprecher einschalten? Ja. Ich hab gerade eben. Boah, das geht nicht, Mann. Das ist der Lautsprecher, Alter. Das ist so laut. Das ist noch lauter geworden als bei den Vorgängermodellen. Mann, das sieht aus wie so ein Nokia-Handy, Mann. Nein, das ist geil. Das ist geil. Nein, Mann. Also, Die Technik ist geil. Das hier ist für mich schon wieder zu viel Spielzeug. Also, das finde ich aber geil dargestellt, muss ich sagen. Das ist ja wie in der S-Klasse und so weiter. Oh Gott, das Handy, das Auto springt in den Hand. Das finde ich, das haben die geil dargestellt. Daran liegt es wohl, weil ich meinte zu dir, wo die S-Klasse rauskam, die neue, meinte ich zu dir, das sieht aus wie ein Walkman. Ja. Alter, der Fake-Sound ist wirklich so penetrant laut. Okay, ihr seht, es hat sich optisch innen erstmal gar nichts geändert, aber technisch ist es komplett überarbeitet worden. Wir haben ein NTG7-System, der Tacho hat die Technik oder die Darstellungsmenüs, die Darstellungsscreens wie der neue 223 aus der S-Klasse. Ansonsten hat sich hier nichts großartig geändert. Die Sitze sind, soweit wir sehen können, die gleichen. Die Luftdüsen sind die gleichen geblieben. Es sind nicht die wie aus dem GLE oder aus der S-Klasse geworden. Nur das Navi, also das System insgesamt, hat sich vom System geändert. Aber optischer Natur ist erstmal alles gleich geblieben. Was noch interessant ist, warum wir euch das überhaupt zeigen. Nicht aus Jux und Tollerei, sondern das Fahrzeug hat auch eine technische Änderung im Luftfederungssystem bekommen, sodass unsere Active Suspension Control, die wir bis dato angeboten haben für den GT4 X290, sozusagen nicht mehr im Modelljahr 24 funktioniert und wir dafür eine neue Variante entwickeln mussten bzw. jetzt auch haben und in diesem Fahrzeug verbaut haben. Was wir euch aber im nächsten Video erst zeigen werden, also seid gespannt, ihr müsst am Ball bleiben. Wir wollten nur einmal kurz auf die technischen Änderungen eingehen, dass Mercedes hier bei dem Modelljahr 24 Mach 2 GT4 Türer doch schon ein bisschen mehr geändert hat, als einfach nur die Stoßstange zu ändern, sondern die haben wirklich die Technik dahinter stark geändert. Das ist auch beim GLE Facelift so, es sieht erstmal alles gleich aus, hat aber technisch alles eine neue Technologie bekommen. Tacho auf S-Klasse-Niveau, das NTG7, das ist wirklich eine totale Änderung im System. Es ist nicht nur eine Kleinigkeit, sondern die haben wirklich das Ganze von Grund auf geändert und haben auch viel mehr Sicherheitskontrollen eingebaut, viel mehr Checkbereiche, dass da nichts manipuliert wird und so weiter und so fort. Und ja, die Tieferlegung, die wir halt bis dato hatten, die Active Suspension Control bis vor Modelljahr 24, wird jetzt abgelöst im Modell 24 durch eine neue Steuerung, die wir euch dann halt im nächsten Video zeigen werden. Genau, so einmal kurz und knapp der Vergleich von den beiden Fahrzeugen. Den einen oder anderen wird es bestimmt interessiert haben. Tut mir leid an die, die gesagt haben, eigentlich fand ich das jetzt nicht so sehenswert, den Vergleich zu sehen. Weil oft wird das Auto ja vorgestellt. Es wird immer erzählt, alles ist toll und blub und hier und da. Aber einmal wirklich ein direkter Vergleich, damit wir einfach, wenn wir umsteigen, sofort sehen, was ist jetzt anders. Und halt auch wirklich die Frontstoßstange, die man in der Kritik hat, zumindest was die Besitzer angeht. Ich weiß nicht, ob die ob Autobild und so weiter, ich weiß nicht, ob ich es nennen darf, aber ob die ganzen Vergleichsmagazine und auch Online-Portale
auch kritisch an die Stoßstange rangehen und nicht mal nur sagen, boah, voll cool, ist jetzt alles futuristisch, sondern wenn wir den direkten Vergleich haben, muss ich euch ehrlich sagen, hier niemand, inklusive den Besitzer, findet die neue Stoßstange aggressiv geiler optisch als die Vorgängervariante, weil die einfach viel kantiger ist, viel brutaler wirkt und das ganze Auto unserer Meinung nach mit der neuen Stoßstange viel harmloser erscheinen lässt und auch viel rundlicher und viel unsportlicher, als es eigentlich könnte und auch war und konnte. Und wir tatsächlich auch schon eine Anfrage haben, ob wir die Stoßstange nicht umbauen können auf die alte. Jetzt, wo ich den direkten Vergleich habe, würde ich sagen, ja, das sollte ziemlich gut machbar sein, weil die Stoßstange an den Führungslinien, die Scheinwerfer sehen identisch aus, die Kotflügel sehen identisch aus. Man müsste natürlich jetzt noch die Halter dahinter vergleichen, aber das sieht aus, als wenn man das gut downgraden könnte, wo bestimmt der ein oder andere nicht abgeneigt sein wird. Ich habe auch eine Frage. Ja, gerne. Das sind doch Speziallacke, oder nicht, meistens bei solchen Autos? Du kannst ja jedes Auto lackieren, ne? Aber das ist ja kein Mattlack, der originale Lack ist ja grau gewesen. Ja, okay, Metallic. Aber jetzt nehmen wir mal den goldenen, ne? Dann musst du den wirklich in extrem guter... Wenn man da jetzt eine Stoßstange wechselt, dann sieht man doch den Unterschied. Theoretisch wäre ja die Richtlinie bei einem Mattlack, dass die Teile drumherum mit anlackiert werden. Also wenn du theoretisch das richtig machen willst, müsstest du das so machen. Theoretisch wäre es dann eine teure Stoßstange. Das ist eine teure Stoßstange. Genau. Mich würde interessieren, wie findet ihr hier den neuen Mob vom GT4-Türer? Findet ihr, das hätten die ruhig alles lassen können, wie es war? Findet ihr auch, zumindest die elektronischen Komponenten sind lohnenswert und geil? Hätte man wenigstens die Optik gelassen? Oder eventuell, wenn man sagt, das neue Auto will man haben mit der neuen Technik, dann aber die Stoßstange nachträglich wieder zu ändern auf den Vorgänger? Bin gespannt, wie ihr das findet. Ihr bleibt bitte am Ball, teilen, liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video.